Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Koalitionäre nicht mehr reden, sondern Briefe schreiben, sich mit Ultimaten drohen und drohen, vor Gericht zu ziehen, dann glaube ich, ist in so einer Beziehung auch nicht mehr viel mit Paartherapie oder mit verzweifelten Appellen, doch bitte abzurüsten. Da ist da nicht mehr viel zu machen. Das nennt man gemeinhin zerrüttete Verhältnisse. Insofern, und da hört aber meine Übereinstimmung mit der FDP schon auf, stimme ich in der Analyse zur Beantragung der Aktuellen Stunde hier zu. Der Streit in der Union ist erstens niemandem mehr vermittelbar, was da gerade ein unwürdiges Schauspiel sich vor unseren Augen abspielt. Aber zweitens, und das ist das viel Schlimmere, angesichts der Probleme und der Verunsicherung in der Bevölkerung halte ich diesen Streit für verantwortungslos. Es ist überfällig, liebe Kolleginnen und Kollegen, endlich zurückzukehren zu lösungsorientierter Realpolitik. Und das sind die CSU-Forderungen, die da gerade auf dem Tisch liegen, nach Obergrenzen und Grenzschließungen ganz sicher nicht. Denn zu Ende gedacht, und Politik sollte man vom Ende her denken, führen Grenzschließungen faktisch in die Renationalisierung der Europäischen Union. Denn diese neuen Schlagbäume, die da aufgebaut werden sollen, die gelten ja nicht nur für Flüchtlinge, sondern mit den ganzen Konsequenzen für unseren Handel, für Wirtschaftsbeziehungen. Und von daher sehe ich hier einen Abschied von Schengen, eine Renationalisierung im gesamtdeutschen Interesse nicht zu Ende gedacht und schädlich auch für unser ganzes Land. Klar müssen wir uns auch darüber sein, und das ist das Zweite, was geschlossene Grenzen bedeuten, wenn Deutschland dies tatsächlich tut. Klar müssen wir uns darüber sein, dass das eine Kaskade der Abwehr der anderen Länder nach sich ziehen wird. Und das wird zu humanitären Katastrophen in den Außenländern, in Griechenland, in Italien führen, weil dort die Flüchtlinge dann nicht mehr weiterkommen. Und auch hier zu Ende gedacht, solche humanitären Katastrophenlagen, die kann doch niemand ernsthaft in Europa hier wollen. Und auch die werden wir auch alle miteinander nicht aushalten. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, da finden gerade Machtspielchen auf dem Rücken von Flüchtlingen statt. Und die CSU trägt hier nicht zur Lösung der Probleme bei. Sie ist ein großer Teil der Probleme, die wir gerade in Deutschland haben. Und leider ist das nicht. Leider ist das nicht der einzige aktionistische Vorschlag aus Unionskreisen, der faktisch nicht umsetzbar ist und mehr Probleme schafft, als er löst. Die neue Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, heißt Plan A 2. Nach Plan A europäische Lösung Merkel, Plan B nationale Lösung Grenzen zu CSU, nun also Plan A 2. Oder man kann es auch anders formulieren: Wie schafft es die Wahlkämpferin Klöckner in Rheinland-Pfalz, sich von Merkel abzusetzen, ohne ihr in den Rücken zu fallen? Ich finde, ein Zitat in der Rheinischen Post gestern von der Redakteurin Eva Quadbeck hier, sie bringt es sehr gut auf den Punkt in ihrem Kommentar. Auch, ich zitiere aus der Rheinischen Post, auch der sogenannte Plan A, den CDU-Vizechefin Julia Klöckner auf den Nachrichtenmarkt geworfen hat, ist ein hübsches Beispiel für die Kreativität im Umgang mit der eigenen Planlosigkeit. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nun also reden wir über Grenzzentren statt Transitzonen, die im Grunde ja dasselbe sind. Es ist längst verworfen worden im November und zu Recht als nicht umsetzbar in den Papierkorb geworfen. Nun also reden wir über flexible Tageskontingente statt Obergrenzen, mit all den nicht zu Ende gedachten Verwerfungen, die dies auslösen wird. Das Schlimme an diesem Überbietungswettbewerb in neuen Aktionismus ist, dass die verunsicherten Bürger hier aus wahltaktischem Kalkül für dumm verkauft werden und Politik, und das geht uns hier alle an, Politik insgesamt hier darunter leidet und die Menschen mit so einer Komödie, die sich da abspielt, wirklich hier insgesamt die Menschen das Vertrauen in Politik verlieren und in den Staat, dass dieser auch in der Lage ist, Probleme zu lösen und ihnen ehrlich zu sagen, was geht, aber eben auch, was nicht geht. Diese Scheinlösung, dieser
Aktionismus und diese schwarzen Peterspielchen, die da gerade stattfinden, dieser Mangel an Vernunft, führen uns nicht weiter, schaden der politischen Kultur. Und wir sollten endlich dazu übergehen, ehrliche Vorschläge nach vorne zu entwickeln. Was heißt das? Was heißt denn, dass wir schaffen das, wenn wir sagen, wie schaffen wir das denn? Wie unterlegen wir das mit Maßnahmen? Das heißt doch zuallererst, Ordnung und Beschleunigung in die Verfahren und die Abläufe zu bringen. Und da ist das Grundproblem immer noch nicht gelöst. 2015 haben wir 442.000 Asylanträge, die beim BAMF gestellt wurden. Wir haben aber registriert 1 Million Menschen, die zu uns gekommen sind. Was ist denn mit den fast 600.000 Menschen passiert, die hier vom BAMF nicht einen Asylantrag stellen könnten? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, da hilft das ganze Geschwafel über sichere Herkunftsländer überhaupt nichts, wenn diese Menschen es überhaupt nicht schaffen, einen Termin beim Bundesamt zu bekommen. Und wenn sie das dann endlich nach Monaten geschafft haben, dort endlich einen Termin zu bekommen, dieser Antrag nämlich ganz unten auf dem Stapel liegt und nicht ganz oben. Da helfen ihre ganzen sicheren Herkunftsländer nämlich überhaupt gar nichts, wenn diese Akten, Herr Laschet, es überhaupt noch nicht mal schaffen, oben auf den Stapel zu kommen. Die Verfahrensdauer für Algerien und Marokko liegt derzeit bei über 14 Monaten. Und bis die überhaupt erst mal einen Termin gekriegt haben, noch mal ein halbes Jahr. Und erst dann, wenn die es geschafft haben, beim Bundesamt anzukommen, dass ihr Antrag bearbeitet wird, erst dann setzt ein, wie kann man dann diese Verfahren beschleunigen. Und wir wissen, dass der Stempel Herkunftsländer 10 Minuten in der Bearbeitung beschleunigt, aber mehr auch nicht. Wie schaffen wir das? Heißt zum Zweiten, aber auch die Anerkennung der Realität, dass 50% und mehr dieser Menschen hier bleiben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns nicht die Fehler der Vergangenheit hier wiederholen. Das heißt, wir brauchen hier eine Integration von Anfang an, und die wird sich langfristig rechnen. Und auch hier brauchen wir eine gesamtstaatliche Initiative. Das heißt, nach der Flüchtlingspauschale des Bundes brauchen wir jetzt eine Integrationspauschale, die hier den Kommunen unter die Arme greift bei dieser Herausforderung im Bereich Bildung, Wohnen, Arbeit suchen, Qualifizierung. Und da hilft, und auch das noch mal in Richtung Große Koalition, diese Debatte über die Einschränkung des Familiennachzugs überhaupt nichts. Denn nicht nur aus humanitären Gründen, sondern es ist auch integrationspolitischer Schwachsinn, wenn wir den Menschen ihren Familiennachzug wegnehmen, die diese Menschen hier ja stabilisieren und auch zur Integration beiträgt. Und drittens, letzter Punkt, auch bei den Rückführungen müssen wir uns ehrlich machen. Auch hier hilft dieses ganze Geschwafel, wir führen nicht genug zurück, nicht weiter. Auch hier brauchen wir erst einmal die Verfahrensabschlüsse, und dann brauchen wir eine vernünftige Rückkehrberatung. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, der Balkanflüchtlinge, die eine Rückkehrberatung bekommen, 75% gehen dann auch frei. Und das müssen wir ausbaden und hier Abschreckung und Druck erhöhen. Das brauchen wir alles nicht. Auch hier können wir geordnete Rückführung hinbekommen, wenn wir den Menschen ehrlich sagen, was mit ihnen ist, dies zeitnah tun, was derzeit der Bund nicht gewährleisten kann, und ihnen dann Hilfen in den Brücken, in die Heimat auch anbieten. Ich plädiere hier für eine Politik der Ehrlichkeit und der Vernunft. Und am besten macht man dies in dieser nationalen Herausforderung, interfraktionell und gemeinsam. Und dafür möchte ich mich heute auch noch mal einsetzen, dass dies auch geschieht. Dankeschön. Nicht.